echt voll kacke. Stopp. Hallo Leute, hier ist Hazel. Im heutigen Video packe ich einen Adventskalender aus. Im Dezember. Ich weiß, ein bisschen spät, aber es ist ein ganz besonderer Kalender, den ich auspacken muss. Als Rahmenqueen. Denn es ist ein Rahmenkalender. Er ist so groß. Könnt ihr mich noch sehen? Wer kennt sie nicht? Die Mauernudeln. Das Video ist natürlich nicht bezahlt, sondern aus eigenem Interesse gekauft worden. Und für die Klicks. Ich könnte mich spoilern, was drin ist, aber ich mache das nicht. Wir wollen uns nämlich überraschen lassen. Außerdem hat mir auch Dirk diesen Kalender besorgt. Und auch wenn er jetzt ein bisschen spät online kommt, am 1. Dezember, ich glaube, das ist schon der Traum oder der Albtraum eines Studenten. Weil wenn man ein armer Student ist, isst man ja eigentlich ganz viele Ramen-Nudeln, Instant-Nudeln. Und das ist der Adventskalender für die armen Studenten. Hat auch 20 Euro gekostet. 24 hat er gekostet. Oh, 24 Euro. Oh. Da lohnt es sich eher, in Dongsuan Center zu gehen und eine XXL-Packung zu kaufen. An der Seite steht Merry Christmas, Sangsing Buive, Happy Kurisimasu. Ja, nein, ich habe mir das ausgedacht. Auf Koreanisch Merry Kurisimasu. Ich weiß jetzt eigentlich gar nicht, was ich machen soll, weil ich bin ja nicht die Expertin für Adventskalender. Das ist hier Malwanne. Soll ich einfach alles aufmachen? Ja. Okay. Ah, cool. Ich bin mal gespannt, ob es hier Sorten gibt, die ich noch nie gegessen habe. Das hier ist Oriental Style Instant Noodles. Ich glaube, das habe ich noch nicht gegessen. Es hat auch Schweinefleischgeschmack. Mhm, künstlich natürlich. Weizenmehl, Palmöl, Gewürze, Salz. Kann Spuren von Eiern, Milch, Krebstieren, Fisch und Sellerie enthalten. Sellerie. Ich werde das jetzt mal probieren und dafür brauche ich ganz simpel nur einen Wasserkocher. Erstmal riecht es wie alle anderen Nudeln, ganz normal. Wenn ich ehrlich bin, ich habe eigentlich noch nie andere Mama-Nudeln gegessen, außer diese pinken. Vielleicht gibt es sie auch hier drin. Ich mache dann erstmal das Pulver hier rein. Und bei den Mama-Nudeln gibt es auf einer Seite noch so die scharfe Variante, Chili-Pulver. Ich mache heute natürlich alles rein, damit ich das den schärfsten Nudelkalender nennen kann, weil ich mache eigentlich nie die Chili-Seite rein, weil meine Mama mir das so beigebracht hat. Meine Mama hat früher für mich Instant-Nudeln gemacht. Und jetzt müssen wir 5 Minuten warten. Ich freue mich schon so. Ich frage mich, ob es dann immer die gleiche Nudelsorte geben wird. Nee, da gibt es auch Reisnudeln. Pho oder Pho? Pho? Wie sagen die Leute immer? Ich hätte gern einmal Po. Wer ist auch immer so ungeduldig bei seinen Instant-Nudeln? Ich. Weil sie heißen ja Instant und deswegen möchte ich sie Instant essen. Aber trotzdem muss man noch 5 Minuten warten. Aber ich kann schon mal das Wasser probieren. Wow. Das ist geschmacksintensiv. Und ich hinterfrage mein Leben. Warum habe ich nicht schon immer alles reingemacht? Ich glaube, als Kind kannst du nicht so viel Würze vertragen oder Schärfe. Als Kind reichen dir Wasser und rohe Nudeln. Sehr gut. Ich kann mir vorstellen, das jeden Tag zu essen. Das schmeckt sehr, sehr gut. Ich kann es auch gar nicht beschreiben. Also Fazit, es schmeckt ein bisschen anders als der Standard, den ich immer esse, aber jetzt nicht super besonders. Die schärfsten Nudeln der Welt schmecken besser. Und jetzt, wo ich es gerade gesagt habe, ist die Schärfe in meinen Rachen reingerutscht. Karma. Dirk, der Ehrenmann, hilft mir im Hintergrund wieder und isst die auf, weil wir schmeißen ja hier nichts weg. Und lustigerweise wird er dieses Mal nicht am Ende des Videos erscheinen und alles zusammenfassen wie bei meinem Bubble Tea Video. Hier oben. Wenn wir vom Standard reden, das ist der Standard. Das ist die Sorte, die ich wirklich immer gegessen habe. In der Kindheit und jetzt auch noch. Lustigerweise esse ich das immer im trockenen Zustand, so wie Chips. Und ich glaube, das werde ich jetzt auch machen. Ich spreche das in Vierteln durch. Dann quetsche ich noch ein bisschen. Weil ich liebe es, die großen Teile zu essen, die dann voller Chili-Pulver sind. Shrimp Flavor Tom Yum. Es gibt 2 Packungen. Ich benutze immer nur diese Seite hier. Ist schon scharf genug. Ist scharf gewesen? Und dann mache ich das Chili-Pulver hier rein. Und go. Dann macht man kurz so. Und dann kann man schon snacken. Hier ist zum Beispiel Chili-Pulver drin. Besser als Chips. Bis heute sehe ich noch Schüler auf der Straße, die diese Nudeln so essen, wie ich sie gerade esse. Und früher war ich immer so die Königin auf dem Schulhof, weil meine Eltern hatten natürlich den XXL-Karton mit diesen Nudeln und ich konnte alle Leute bedienen. Ob das so ganz gesund ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube auch nicht daran, dass es gesünder ist, nur weil man sie gekocht hat. Oder? Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr auch schon mal getrocknete Nudeln gegessen habt. So,
Also die Nudeln waren gut. Ich kann sie nicht so krass bewerten, weil ich mit denen aufgewachsen bin und nichts anderes kenne. Ich glaube, das kenne ich schon. Hühnchengeschmack. Ich mochte das früher nicht. Also wenn meine Mutter das hier mit nach Hause gebracht hat als XXL-Packung, habe ich ihr Leben hinterfragt. Ich habe gesagt, was ist mit dir falsch? Und bei der Artificial Hühnerbrühe-Version ist die Tüte blau. Genau das mag ich nicht. Ich wette, das Pulver ist jetzt so gelblich. Nee, es ist ein bisschen dunkler. Es sieht schon sehr unappetitlich aus und es gibt auch einen Grund, warum ich mich nicht jeden Tag davon ernähren würde und auch wirklich nie gemacht habe. Erstens war ich als Student nie wirklich so arm, dass ich das jeden Tag essen musste. Bevor ich die jetzt esse, ich bin mir 100% sicher, dass sehr viele von euch auch gerade eine Instant-Nudel-Packung zu Hause haben. Wie wäre es denn, wenn ihr die auspackt, aufmacht und mit mir zusammen isst? Die Brühe ist diesmal sehr dunkel und ganz klassisch immer die Frühlingszwiebeln sind mit dabei. Scharf. Ich glaube, ich würde mich selbst, wenn ich ganz, ganz doll Hunger habe, nicht mal darüber freuen, das essen zu dürfen. Ich kann euch diese Version also nicht empfehlen, von meinen Geschmacksknospen her. Schmeckt echt voll kacke. So. Die Suppe ist nicht geil. Hoffen wir, dass Nummer 4 besser ist. Es ist Reisnudeln! Dirk hat das ja schon vorher gesagt, dass es hier Reisnudeln geben wird. Also nein, er weiß es. Reisnudeln Chicken Flavor. Glutenfrei. Wow! So sieht das aus. Das sind die Reisnudeln. Und das sind die zwei Geschmackspackungen. Es gibt keine Chili-Version hier dran. Sieht ganz unappetitlich gerade aus. Also diese Vollpackung kostet also 70 bis 90 Cent. Ich würde einfach mal sagen 80, weil ich habe das auch schon öfters mal eingekauft für Dirk. Wenn wir es doch zurückrechnen, der Kalender kostet 25 Euro, Vollpackung kostet 80 Cent und eine Mama-Packung kostet halt 50 Cent. Da sind keine 25 Euro drin, aber die Verpackung kostet ja wesentlich mehr Geld. Ich glaube, ich kann jetzt probieren. Dieses schmeckt besser, als was wir gerade gegessen haben, weil das da gerade vorher war ja auch ein Chicken Flavor und hier schmeckt man das auch richtig raus. Sehr gewürzig, besser als es davor, aber auch nicht so geil. Echtes Pho schmeckt immer noch am besten. Ich schneide die Pho immer mit dem Löffel. Das hier ist okay, aber ich habe schon besseres Instant Pho gegessen und hoffe, dass ich auch hier drin ein besseres finden werde. Ist schon wieder was anderes. Reisnudeln! In der Geschmackrichtung Gemüse! Diesmal ist die Verpackung grün, weil das Gemüsegeschmack ist. Und das sieht jetzt nicht aus wie eine Geschmacksbombe. Das sieht total lächerlich aus. Sieht aus, als hätte ich in mein Wasser ein bisschen Schnittlauch reingeschnitten. Mehr nicht. Ich habe keine hohen Erwartungen. Aber es schmeckt gut. Es schmeckt besser als die früher davor. Meine Meinung ist, wenn ich hungrig nach Hause komme und es nichts zu essen gibt, würde ich das essen. Hehe. Ist schon jetzt gerade mit einer der besten Sachen, die ich gegessen habe. Das erste und das fünfte war ganz gut. Wer ist gespannt auf Dirks Meinung? Jeder. Hast du dich beim Bubble Tea Video gesehen? Ja, alle, die bis zum Ende geguckt haben, nur für Dirk. Mhm. Brühe ist hier voll gut. Palo Duck Flavor. Das hatte ich jetzt wirklich noch nie. Das kann ich wirklich 100% bestätigen. Die klassischen Nudeln. Vergesst nicht noch das, was in der Tüte drin ist. Es riecht nach Ente. Boah. Das ist so krass einfach. Auch wie künstlich es sein muss, dass es so krass nach Ente riechen kann. So, das Ganze sieht mal wieder super langweilig aus. Was ich euch empfehlen kann, manchmal, wenn ich so Instant-Nudeln koche, gucke ich, was ich noch für Gemüse zu Hause habe. Und dann koche ich die mit. Etwas bisschen aufgepimpte Instant-Nudeln. Und etwas gesündere. Es ist sehr belastend, dass es so schmeckt, wie es riecht. Schmeckt sehr intensiv. Auch nicht so mein Favorite, aber besser als das Hühnchending. Dirk, du kennst dich doch mit Ente cross aus. Peking Ente, beste. Ich weiß, was du mit belastend meinst. Schmeckt zu intensiv und zu stark, oder? Ich bin mal gespannt, was in Nummer 7 drin ist. Es ist rot. Ah, es sind Reisnudeln mit Beef, also Rind. Also ist das wirklich Pho? Pho-Bo? Bist du es? Und Pho-Bo ist wirklich eine der Instant-Sorten, die ich Dirk auch ab und zu kaufe, aber von einer anderen Marke. Deswegen können wir das sehr gut bewerten. Und hier wurde schon wieder farblich nicht abgestimmt. Ich hasse es. Yeah, yeah. Wieder warten. Die Suppe ist leicht bräunlich, so wie Rindfleisch aussieht, wenn es gekocht wird. Das schmeckt gut. Der artificial Rindfleischgeschmack kommt sehr gut durch. Darauf würde ich mich freuen abends, wenn nichts zu Hause ist. Mhm.
Aber das schmeckt auch gut. Also es gibt schon drei Sachen, die mir gut schmecken und vier nicht. Was ist das für ein Resümee? Ein schlechtes. Ich finde, es ist nicht besser als das Pho, was wir sonst immer essen manchmal. Dann ess du mal, ich mach die Nummer 8 auf. Das kennen wir doch schon. Es gibt nur 7 verschiedene Arten. Also es gibt nur 7 verschiedene Nudeln in diesen 24 Türchen. Also, und ich habe schon 7 aufgemacht und die waren alle unterschiedlich. Ich packe einfach mal alles im Schnelldurchlauf auf, weil vielleicht bei manchen Kalendern gibt es ja immer eine Überraschung. Also gefühlt von jedem gab es jetzt 3-mal was, oder? Das ist die Nummer 24. Eigentlich muss 24 schon was Besonderes sein, aber es hat die gleiche Größe. Deswegen habe ich keine Hoffnung. Oh! Das sind keine Nudeln. Es fühlt sich nicht an wie Nudeln. War's das? Hä? Was ist der Sinn von dem Ding? Also hier kann ich meine Instant-Nudel aufbewahren. Echt jetzt? Keine Ahnung. Das ist eine Tasche, glaube ich, oder? Ach Dirk, du bist ja so smart. Ah, jetzt macht es Sinn. Ah, ich bin so dumm. Das hier ist mein neuer Go-To-YouTube-Beutel. Und immer kann ich eine Instant-Nudel mitnehmen, weil hier die Tasche für die Instant-Nudel ist. Und auf der Tasche steht I am not plastic, aber sie fühlt sich ein bisschen plastisch an. Hallo, Schwarz-Weiß-Mode. Ich habe noch eine Instant-Nudel mit. Hey Hazel, möchtest du mit Mittagessen kommen? Nein, ich habe noch eine Instant-Nudel mit im Restaurant. Dann können Sie mir einmal heißes Wasser geben? Ich habe noch Instant-Nudel. Eine sehr lustige Idee. Kommen wir zu meinem Fazit, was gerade verfälscht wurde durch das 24. Türchen, weil das 24. Türchen fand ich natürlich cool. Und jetzt ist nur noch das in meinem Kopf. Auf jeden Fall haben wir ja schon darüber gesprochen, dass das, was hier drin ist, halt nicht 25 Euro wert ist, weil die Verpackung halt auch noch teuer ist. Was ich mir vorstellen kann, ist, ihr kennt ja alle Sorten, falls ihr euren Partner, der Ramen mag, überraschen wollt, kauft ihr einfach selber im Supermarkt, macht einen eigenen Adventskalender mit Ramen-Nudeln, der wäre viel günstiger. Dann landet ihr wahrscheinlich bei 12 Euro oder so. Weil diese Mama-Nudeln kosten so 40 bis 50 Cent und die hier 70 bis 90. Also falls ihr noch keine Kalenderidee habt, weil jetzt ist gerade der erste, wenn ihr es seht, ihr könnt euch noch retten und schnell einen Instant-Nudeln-Adventskalender machen. Ansonsten finde ich das schon eine lustige Idee, aber ich finde, es ist halt das Geld nicht wert. 25 Euro versus Inhalt, der nur die Hälfte wert ist. Aber wiederum muss man sagen, Verpackung ist schon teuer. Verpackung kann schon auch schon 12 Euro hinkommen. Naja, ist eure Entscheidung. Aber ist eigentlich schon zu spät. Trotzdem habe ich dieses Video gemacht. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn ja, hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Schreibt mir in die Kommentare, welche dieser Nudelsorten ihr schon mal probiert habt und ob ihr auch einen Adventskalender habt. Wenn ja, welchen? Genau. Es gibt ja jetzt massig Adventskalender. Das ist ja gerade so voll das Ding. Ich glaube, ich hole mir noch einen Schoko-Adventskalender, weil heute ist noch der 30., an den ich das drehe. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal zu Vlogmas. Joke. Ich mache keinen Vlogmas.